Hey, herzlich willkommen. Ich bin Lena. In diesem Video widmen wir uns dem Rücken. Wir stärken die Rücken- und Bauchmuskulatur. Wir drehen unsere Wirbelsäule. Wir machen uns wieder richtig schön lang. Vielleicht hast du heute viel gesessen, dann wird dir das gut tun. Vielleicht bist du viel gelaufen, dann kann das auch jetzt angenehm sein, um einfach den Rücken auch nochmal bewusst zu entspannen. Du brauchst gar nichts außer bequeme Kleidung und vielleicht eine Matte oder du legst dich auf den Teppich. Wir sind die ganze Zeit am Boden, entweder in der Rückenlage oder in der Bauchlage. Vorkenntnisse brauchst du auch keine. Das heißt, wir können direkt loslegen. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Video. Lege dich auf deinen Rücken und stell deine Füße etwas weiter als hüftweit auf. Lass deine Knie zueinander fallen, um deine Hüftgelenke zu entspannen. Und dann leg die Hände auf dem Bauch ab. Schau, dass deine Ellbogen am Boden ankommen, sodass sich auch deine Schultern, der gesamte obere Rücken entspannen können. Schieb den Hinterkopf noch so 1-2 mm weiter nach hinten Richtung Mattenende, um Länge im Nacken zu schaffen. Und wenn du dann soweit bist, schließ deine Augen. Und lass uns hier gemeinsam drei tiefe, reinigende Atemzüge nehmen, um im Körper und heute hier auf der Matte anzukommen. Atme einmal tief ein bis nach unten zu deinen Händen in den Bauch. Dann öffne deinen Mund und atme ganz lösend, vielleicht seufzend aus. Atme tief, tief ein in den Bauch. Spür, wie sich auch der untere Rücken dabei ausdehnt. Und dann atme lösend durch den Mund aus. Lass den ganzen Körper entspannt in die Erde sinken. Ein letztes Mal so tief, tief einatmen. Und dann ganz frei ausatmen. Lass den Atem dann weiterhin tief in den Bauch ein- und ausströmen und versuch für die nächsten 20 Minuten nur durch die Nase ein- und auszuatmen. Ganz mühelos, ganz unangestrengte Atemzüge. Wir verbinden eine kleine Bewegung im unteren Rücken mit der Atmung. Und wenn du einatmest, dann schieb den Bauchnabel noch etwas höher zu den Händen und mach so ein ganz kleines Hohlkreuz. Wenn du ausatmest, dann lass den unteren Rücken richtig nach unten sinken und drück ihn dann zuletzt in den Boden, zieh den Bauchnabel nach innen. Atme ein, schieb den Bauch nach oben, lass einen Raum entstehen zwischen Erde und unterem Rücken. Mit der Ausatmung drück den unteren Rücken ganz fest in den Boden, zieh den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule und werde ganz leer. Noch zweimal so einatmen und ausatmen, drück den unteren Rücken zum Boden. Tief einatmen. Und ausatmen. Gut, atme weiter ganz bequem und tief. Leg deine Arme jetzt neben den Körper, die Handflächen zeigen nach unten. Und dann bring die Füße vor deinem Gesäß zur Erde. Die Knie zeigen jetzt beide senkrecht nach oben. Wir üben ein paar Runden die Schulterbrücke dynamisch. Drück noch einmal den unteren Rücken in den Boden, sodass kein Platz mehr ist zwischen Erde und unterem Rücken. Und dann atme ein, heb dein Becken nach oben und roll dich Wirbel für Wirbel auf, bis du nur noch auf den Füßen und auf den Schultern bist. Atme aus, roll dich Wirbel für Wirbel wieder nach unten. Lass dir Zeit, die Zehen entspannen.
Atme ein, unterer Rücken drückt in den Boden, roll dich Wirbel für Wirbel auf. Atme aus, Wirbel für Wirbel wieder nach unten. Wir nehmen die Arme mit dazu, einatmen, Becken hebt, roll dich auf und die Arme gehen über oben nach hinten, bis die Handrücken am Boden ankommen. Atme aus, bring die Arme über oben wieder zurück, dein Becken sinkt. Noch zweimal so tief einatmen. Lang ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Atme ein, komm nochmal nach oben, nimm die Arme mit zurück. Und dann atme aus, wieder alles in die Ausgangsposition und dann gehen wir weiter, heben den Kopf und den Oberkörper an, ziehen die Arme weit nach vorne und spüren die Kraft im Bauch. Sehr gut, atme ein, roll dich wieder ab und dann geh gleich weiter in die Schulterbrücke mit den Armen nach hinten. Atme aus, Arme wieder nach vorne. Und dann zieh dich weit nach oben, heb den Oberkörper an, die Fingerspitzen nach vorn. Sehr gut. Und dann noch zweimal in deiner Zeit. Atme ein und aus. Die Bewegung ganz ruhig, ganz langsam. Wenn du das nächste Mal oben bist, in dieser Position mit den Armen nach vorne ausgestreckt, dann bleibe hier. Wir treffen uns alle hier und halten noch für ein paar Atemzüge. Lass den Schultergürtel ganz weit, dein Gesicht entspannt und atme. Gleich geschafft. Eine letzte Einatmung, komm noch ein kleines Stück höher mit dem Herz Richtung Knie und dann atme aus und löse die Haltung. Sehr gut, zieh die Knie mal zur Brust, greif die Schienbeine und dann schaukel ein paar Mal von links nach rechts. Gut, wir haben noch eine Haltung hier für die Bauchmuskulatur, für die Körpermitte. Streck einmal jetzt deine Beine lang nach oben aus und flex die Füße. Du musst die Knie gar nicht ganz durchstrecken. Streck die Arme nach hinten. Und dann atme hier tief ein. Atme aus, beug die Knie an, zieh sie zur Brust und heb deine Stirn zu den Knien, so ein ganz kleines Päckchen. Mit der Einatmung legst du den Oberkörper ab, streckst die Beine nach oben, die Arme nach hinten wie ein L. Mit der Ausatmung ziehst du die Knie ran, greifst die Schienbeine und hebst den Kopf. Lass die Schultern aber entspannt. Noch dreimal so einatmen. Und ausatmen werde ganz rund und klein. Tief einatmen. Lang ausatmen. Einmal tief einatmen. Schieb die Fersen nochmal weit nach oben zur Decke. Atme aus, mach dich klein und rund. Atme ein, streck die Beine nochmal nach oben, die Arme nochmal nach hinten. Dann atme aus, lass dein rechtes Bein jetzt gestreckt Richtung Erde sinken. Muss gar nicht so weit sein, sodass du es gut halten kannst. Einatmen, dann wieder das Bein anheben. Ausatmen, das linke Bein sinkt gestreckt mit dem Fuß geflext nach unten. Atme ein, heb das Bein wieder an. Atme aus, das rechte Bein sinkt. Einatmen, anheben.
Ausatmen, links sinkt. Einatmen, anheben. Und dann jede Seite noch einmal oder du übst noch zweimal mit beiden Beinen gleichzeitig. Versuch den Schultergürtel entspannt zu lassen, dein Gesicht entspannt, die Körpermitte ganz warm und kraftvoll. Wenn du dann diese beiden Runden beendet hast, dann beuge beide Knie an, streck die Arme nun zu den Seiten, ja die Knie am Brustkorb, dann lass beide Beine hier zur rechten Seite sinken. Du kannst den Kopf nach oben ausgerichtet lassen oder weiter nach links drehen. Und leg deine rechte Hand auf dem linken Oberschenkel ab. Und lass beide Beine und beide Füße ganz schwer in die Erde sinken. Lass die linke Schulter ganz schwer in die Erde sinken. Der Atem fließt tief in den Bauch ein und aus. Dann bring hier alles wieder zurück in die Mitte, in eine symmetrische Ausrichtung. Lass dann beide Beine ganz dicht am Brustkorb zur linken Seite sinken. Der Kopf entweder nach oben ausgerichtet oder nach rechts. Legst die linke Hand auf beide Beine. Lässt die Beine unter der Berührung deiner Hand ganz schwer in die Erde sinken. Entspannst mit jeder Ausatmung deine rechte Schulter mehr und mehr Richtung Erde. Einen tiefen Atemzug hier bis in den Bauch ein und aus. Und komm dann wieder zurück in die Mitte. Und von hier dreh dich einmal auf den Bauch. Lass dir Zeit. Wir treffen uns hier mit den Beinen ganz lang nach hinten ausgestreckt, Fuß spann am Boden. Deine rechte Wange liegt am Boden. Und jetzt bring hier deine Hände, deine Handrücken auf dein Kreuzbein. Du kannst die Ellbogen etwas vom Boden wegheben, um auch deine Schultern besser von den Ohren wegzuziehen. Sehr gut. Und wir üben eine dynamische Variante der Heuschrecke. Hör mal gut zu. Streck jetzt den linken Arm nach vorn. Heb den Kopf, die Brust, schau nach unten und heb auch dein rechtes Bein. Ja, diagonal ziehst du dich jetzt in die Länge. Und dann atme hier tief, tief ein. Mit der Ausatmung bring alles in die Ausgangsposition zurück. Die linke Wange kommt jetzt zum Boden. Atme ein, streck den rechten Arm, dein linkes Bein hebt den Kopf, der Nacken lang. Atme aus, bringe kontrolliert alles zur Erde. Die rechte Wange liegt am Boden. Atme ein, streck wieder den linken Arm, hebt den Kopf, dein rechtes Bein. Achtung, dann lass dir 4 Sekunden Zeit zum Ablegen. 4, 3, 2, 1. Die linke Wange ist am Boden. Wir fahren sofort. Atme ein, der rechte Arm, dein linkes Bein. Heb den Kopf, mach dich ganz lang. Atme aus. 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Noch zweimal so einatmen, streck dich lang. Atme aus. 4, 3, 2, 1. Einatmen, heb an. Nach oben und nach vorne und hinten in alle Richtungen. Atme aus. 4, 3, 2, 1.
eins. Geh noch einmal für dich, für jede Seite. Noch einmal deinen linken Arm, dein rechtes Bein und bleibe nun hier. Für ein paar Atemzüge nur, richte dich nochmal gut aus, heb die rechte Schulter etwas an, heb auch die linke Schulter etwas an und dann zieh dich diagonal in die Länge, drück dein Schambein dabei leicht nach unten Richtung Boden. Sehr gut. Noch einmal tief, tief einatmen. Einmal lang ausatmen hier, einatmen und dann leg dich ausatmend ab, die linke Wange zur Erde, die Hand wieder zurück. Atme ein, den rechten Arm, das linke Bein, der Kopf nach oben und wir bleiben auch hier für einige Atemzüge. Ja, zieh die rechten Fingerspitzen weit nach vorne. Heb beide Schultern noch etwas mehr an, der Kopf ganz entspannt, der Nacken lang. Sehr gut, ein letzter Atemzyklus. Noch ein allerletztes Mal einatmen. Und dann leg ausatmend ab. Sehr gut, bring diesmal deine Hände zusammen, so wie als würdest du ein Kissen machen mit den Händen und leg deine Stirn auf den Händen ab. Eine Entspannungsübung für den unteren Rücken. Zieh jetzt dein rechtes Knie über die Seite Richtung rechten Ellbogen und dann bleibe hier. Lass den Atem in den unteren Rücken ein- und ausströmen. Schultergürtel weich. Hüftgelenke entspannt. Und wenn es dir angenehmer ist, kannst du auch eine Wange am Boden ablegen. Und dann streck das rechte Bein wieder nach hinten. Wir wechseln die Seite, beug dein linkes Knie und zieh es zur Seite am Boden entlang Richtung linken Ellbogen. Auch hier entweder die Stirn weiterhin am Boden oder eine Wange. Entspanne mit jeder Ausatmung den unteren Rücken und deine Schultern. Streck dein linkes Bein wieder nach hinten aus und komme hier auf deine Unterarme. Deine Ellbogen sind unter den Schultern ausgerichtet. Die Handflächen liegen am Boden. Wir haben noch eine Übung zur Kräftigung der Schultern vor uns, bevor wir es uns wieder in der Rückenlage bequem machen. Stell deine Zehen hier auf. Wichtig für die Übung ist, dass du deinen Bauchnabel nach innen Richtung Wirbelsäule ranziehst, um ganz viel Kraft im unteren Rücken und im Bauch aufzubauen. Und dann kannst du gleich nur deine Knie am Boden lassen, einmal dein Becken vom Boden wegheben, die Unterarme in die Erde drücken. Sehr gut. Bleibe entweder hier oder für 5 Atemzüge heb nun deine Knie vom Boden und komm in einen Unterarmstütz. Der Nacken lang. Super. Atme tief ein. Ausatmen. 1. Einatmen. Ausatmen. 2. Einatmen. Ausatmen. 3. Einatmen, ausatmen, 4, einatmen, ausatmen, 5, lass deine Knie wieder zur Erde sinken, leg den Oberkörper ab, geschafft, dreh dich einmal auf den Rücken und dann zieh
in der Rückenlage angekommen, deine Knie nochmal zur Brust. Ja, lass dir ruhig Zeit, keine Eile. Und dann dort angekommen, roll gerne nochmal von links nach rechts auf dem unteren Rücken hin und her. Massiere die Rückenmuskulatur. Und dann für die letzte Haltung, Shavasana, die Entspannungshaltung. Streck deine Beine nach vorne aus, leg die Arme neben den Körper. Falls du spürst, dass es im unteren Rücken jetzt angenehmer wäre, die Füße aufzustellen, so wie zu Beginn, kannst du das gerne machen. Und dann schließ deine Augen. Und lass alle Muskeln, alle Knochen, alle Organe, den ganzen Körper schwer und entspannt in die Erde sinken. Gib die Kontrolle über die Atmung ab. Gib die Kontrolle über den Körper ab. Lass dich hier richtig fallen, der ganze Körper entspannt. Lass deinen Atem allmählich wieder tiefer werden. Bring kleine Bewegungen in den Körper zurück. Vielleicht möchtest du dich einmal in die Länge strecken, deine Flanken lang machen. Und dann stell deine Füße auf und dreh dich auf deine rechte Seite. Stell die linke Hand vor dir am Boden auf und dann stütz dich über deine Hand nach oben zum Sitzen. Ich danke dir, dass du heute wieder mit dabei warst, dass du mit mir zusammen geübt hast. Ich hoffe, deinem Rücken geht's gut. Ich hoffe, dir geht es gut. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Bis bald. Tschüss.